Das Orgelporträt. Die Silbermann-Orgel in Pfaffroda. Pfaffroda ist ein Ortsteil der Stadt Olbernhau im Erzgebirgskreis in Sachsen. Anfang des 13. Jahrhunderts legten Pfaffen des Klosters Ossegg das Dorf Pfaffroda an. Daher kommt auch der Ortsname. 1445 wurden Pfaffroda und der Nachbarort Schönfeld erstmals als Besitz der Herrschaft von Schönberg auf Purschenstein urkundlich erwähnt. Berghauptmann Caspar von Schönberg ließ 1575 bis 1578 das Schloss als Teil einer Reihe von Schutzbauten gegen Überfälle aus Böhmen errichten. 1950 und 1994 erfolgte die Eingemeindung kleinerer Dörfer im Umland in die Gemeinde Pfaffroda, die ihrerseits 2017 zu einem Stadtteil der Stadt Olbernhau wurde. Die Pfarrkirche St. Georg, unmittelbar neben dem Schloss gelegen, erhielt ihre heutige Gestalt beim Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg in den Jahren 1665 bis 1671. Die Kirchenpatrone, die Herren von Schönberg, stifteten eine prachtvolle Ausstattung mit Altar, Kanzel und Taufstein. Sie waren es auch, die 1715 die neue Orgel beim damals noch weitgehend unbekannten Gottfried Silbermann bestellten. Der Bauvertrag ist leider nicht erhalten, doch erwähnt Silbermann ihn bei Verhandlungen über einen Orgelbau in der Freiberger Jakobikirche.
Daher wissen wir auch, dass die Orgel in Pfaffroda 600 Taler kostete. Zum Vergleich, ein Taler entsprach 24 Groschen. Ein Maurerlehrling bekam damals 5 Groschen Tageslohn. In heutige Euro-Währung umgerechnet und auf ein heutiges Maurerlehrlingsgehalt bezogen, hätte die Orgel heute stolze 174.000 Euro gekostet. Zu Beginn erklang die Choralbearbeitung »Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut«, die im Anhang des Bachwerke-Verzeichnisses aufgeführt ist und bei der die Zuschreibung an Johann Sebastian Bach zwar nicht ganz sicher, wohl aber doch recht wahrscheinlich ist. Ähnlich verhält es sich mit der nun folgenden Choralbearbeitung »Allein Gott in der Höhe sei Ehr«. Über Gottfried Silbermann sind zahlreiche Bücher und Aufsätze geschrieben worden. Darum hier seine Vita nur in Kurzfassung. Er wurde 1683 in Kleinbobritzsch bei Frauenstein geboren und gilt als der bedeutendste mitteldeutsche Orgelbauer der Barockzeit. Er erlernte sein Handwerk bei seinem älteren Bruder Andreas, der 1701 in Straßburg im Elsass das Bürgerrecht erwarb und in dieser Gegend ebenfalls einer der berühmtesten Orgelbauer seiner Zeit wurde. 1710 kehrte der junge Meister nach Sachsen zurück und erbaute 1711 seine erste Orgel in seinem Heimatort Frauenstein und begann gleichzeitig mit dem Bau der großen Orgel im Freiberger Dom, die 1714 vollendet wurde und bis heute als das überragende Meisterwerk aus der Werkstatt des strebsamen Orgelbauers gilt. Von den bis zu seinem Tod 1753 errichteten 50 Orgelneubauten Silbermanns sind 31 erhalten und prägen bis heute die Orgellandschaft Sachsens nachhaltig. Ein Jahr nach der Vollendung der Freiberger Domorgel erbaute er als drittes Instrument aus seiner Werkstatt die Orgel in Pfaffroda, die bis heute so gut wie unverändert erhalten ist. Silbermann strebte eine regionale Monopolstellung in Sachsen an und ließ sich diese durch fürstliche Privilegien sichern. Lukrative Aufträge ins Ausland, etwa nach Moskau oder St. Petersburg, lehnte er prinzipiell ab. Silbermann verwendete für seine Orgelbauten nur die besten Materialien, unter anderem hochprozentiges englisches Zinn. Von den Zeitgenossen wurde ihm höchstes handwerkliches und künstlerisches Niveau bescheinigt. Die Orgel in Pfaffroda wurde bereits 1928 erstmals instand gesetzt und 1967 bis 1968 erfolgte eine nach damaligen Grundsätzen stilgerechte Restaurierung durch die Firma Wilhelm Rühle aus Moritzburg. Nach fast 50 Jahren war 2015, genau 300 Jahre nach der Vollendung durch Gottfried Silbermann, die Zeit für eine erneute Restaurierung des bedeutenden Instruments gekommen, die ebenfalls von der Orgelbauwerkstatt Rühle, nun unter der Leitung des Sohnes Christoph Rühle, ausgeführt wurde.
Die Orgel besitzt 14 Register auf einem Manual und Pedal. Das Manual mit einem Tonumfang vom Tongroß C bis zum dreigestrichenen C ohne das große Cis besitzt zunächst einen original erhaltenen Prinzipal 8 Fuß im Prospekt aus englischem Zinn, sodann Gedackt und Quintadena 8 Fuß, Oktava und Rohrflöte 4 Fuß, Nasat 3 Fuß, Oktava 2 Fuß, Quinta 1,5 Fuß, eine Soufflöte 1 Fuß und darüber ein fünffaches Kornett, eine dreifache Mixtur und eine zweifache Zimbel. Das Pedal, das wie bei Silbermann üblich durch aparte Ventile ins Manual einspielt, besitzt zwei Fundamentregister, nämlich Subbass und Posaunenbass 16 Fuß. Alles in allem eine für Gottfried Silbermann zeitlebens typische Klanggestaltung, die er bis hin zu seinen späten Werken kaum je variierte. Ebenso hielt Silbermann zeitlebens an einer gemildert mitteltönigen Temperatur fest, die auch in Pfaffroda nach genauer Untersuchung des Pfeifenmaterials wieder eingestimmt wurde. Hören wir nun abschließend ein längeres Stück von Georg Andreas Sorge, die Toccata per ogni modi, also die Toccata in allen Tonarten. Hierbei können wir die klanglichen Stärken dieser Silbermann-Stimmung gut nachvollziehen, aber auch die zunehmenden klanglichen Härten bei einer steigenden Anzahl von Vorzeichen. Ich versuche den Modulationsverlauf, so gut es geht, unten im Bild einzublenden. Ausgehend von der Tonart A-Moll geht das Stück zunächst die Kreuztonarten nach oben, also über C-Dur und G-Dur nach E-Moll, von dort immer ein Vorzeichen mehr nach H-Moll und D-Dur und so weiter, bis es zur Mitte des Stückes schließlich Dis-Moll erreicht. Enharmonisch verwechselt nach S-Moll hangelt sich die Komposition sodann über die B-Tonarten wieder zurück, immer ein Vorzeichen weniger, bis sie schließlich am Ende wieder in A-Moll angekommen ist.